Thank you.
看戏吗你？And a big fuck you and a man of Jesus. And a big fuck you and a man of Jesus.
Nee, das ist nur so eine kleine Packung davon gekauft. Bei Tante Emma auch nicht? Nee. Oh mein Gott. Ja, nee. Was hat sie denn gesagt? Heilig. Ich weiß nicht. Ich wollte sie nicht mehr, weil sie denkt, dass du da gar nicht mehr kaufst. So beliebt. Ich würde ja mal mit dir so einen Test mit deinem Kaviarus. Also, du eigentlich nicht. Wirklich, schmeckt nur mit Hefe. Markus auch Hefe? Genau. Ich hatte ja vorher auch schon ganz normal gesagt. Er hat gesagt, probier mal mit Hefe und dann nur noch damit. Scheiße, das hat nur so eine kleine Packung gefahren. Hm. Ich fahre nochmal aus. Na, was sind wir eh? Das ist Churusika. Aber meine Churus fast leer ist. Genau, deswegen. Ja. Yeah. Was? Aber auch ein Packung war ja. Ja. Wow, da hat da eine salzige Zunge. Wir essen da jetzt. Nee, macht sie nicht. Der ist auch lecker. Ja. Die sind krass geschossen. Deine ganzen Trinken. Hast du dir so gedacht, kriegst du hier was Schüttel mit, ne? Genau. Hättest du aber nicht gedacht. Ich dachte, ich schaffe das Haus noch, bevor du wieder da bist. War ich auch fast. Die Churros. Ich hab geguckt, haben wir 2,22. Cool, ne? Die sind doch sonst immer übertrieben teuer. Krass, man muss immer einen Tag vor Silvester einkaufen gehen, das ist überbillig. Die Litschi, voll billig gewesen. Genau. Einen Tag vor Silvester. Ich dachte, du warst bei Rewe. War ich ja, aber ich will da nicht alleine rum. Du willst dich alleine flirten. Die hast du auch geholt. Aber alleine holst du dir sowas nie, ne? Du hast vier Leben. Krass, ne? Und ihre Bahnhof sagte so, ja, haben wir und so, sag ich so, dachte ich schon so, yeah und so. Und dann hat auch, genau, und dann sagt er aber noch den Ausweis vorher. So, echt jetzt? So jung aus, genau. Und er sagte,
Damit können wir nicht rechnen, so beim Auspacken. Unser Eichel. Der weiß nicht, der sieht wie nur so sehr jung aus. Aber was hat er dann gesagt? Wo warst du denn? Bei Lotto oder was? Ja, dann da unten der Treppe da. Wenn der Typ da gewesen wäre. Ja, der hätte Angst gehabt. Guck, weil ich da so bin, mein Ohrenschiff da. Bitte Tabak. Das ist so krass. Du hast so ganz putzig einkaufen, ne? Hast du recht, wenn wir das gar nicht. Ja, ich bin doch hier am Putzen. Naja, wie echt auf Arbeit. Kriegst du auch nichts. Ich lach dann am Arbeiten und dann guckst du nicht auf dein Handy. Dann wird immer nicht so reichen in der Arbeit. Ja. Ja, weil ich konzentriert bin an den Dingen, was ich mache. Ich habe sogar eins schon hochgeladen, da mache ich so ein Bicycle sauber, ein Motorrad. War nur ganz eine ganz kleine Aufgabe. Man kriegt ja immer so Aufträge, weißt du? Krass, der Moos geht viel schwieriger ab. Hast du schon getoastet? Du schneckst dir mal weg. The man of pieces. No. Haben wir einen hochgeladen oder wieder? Ja. Weil es sonst übertrieben gegangen wäre. Das soll ja auch so sein. Naja, das geht halt nur 20 Minuten. Das wäre ja nicht das ganze Gameplay drauf. Ja, aber da wäre ja nicht das ganze Gameplay drauf, weil ich hier gerade einen Haus sauber mache.
And a big fuckyou and a man of pieces. Gucke, siehst du hier den Moos? Der ist überhartnäckig, den kriegst du so gar nicht weg. And a big fat deal and a man of pieces. Kostet 900, der wird noch ein Hochdruckreiniger.
Doch, der Controller repariert übrigens doch. Na, nur bei den ganz krassen Drüsen. Da spürst du dann richtig. Sehr krass, dass du bis in der Stadt warst, ne? Da, gucke, ich mache so den Dreck weg, aber der Moos bleibt liegen. Da muss man nämlich mit mehr Druck drauf. Okay, genau. Thank you.
gar nicht geglaubt, dass ich vorhin jetzt den Wurzel verteilt habe. Frieden. Ich hab nicht geguckt, dass ich dachte, das ist verfälscht. Ach, oh. Ja. Wie sollen wir denn Ausweis fälschen? Also darauf eingefällt, ich finde Ausweis, ja. Ja, aber man kann keinen Ausweis fälschen, da ist richtig das Bundesamtstempel drauf. Genau, was ist mehr? Im Darknet kriegst du alles. Ja, weiß ich. In a big fuck you and a man of pieces. Big fuck you and a man of pieces. Aber das Kranke ist ja meistens, wenn man so einen Beruf hat, dann bist du ja nach so einem Auftrag nicht fertig. Du musst ja davon so 3-4 am Tag, weißt du? Ja. Und so an, dann war bestimmt auch mal sowas für die ganze Zeit. Was ist denn ein Pfosten? Ach so, es ist ein Pfosten.
Da, gucke. So sah es aus. Siehst du? Das, was ich sauer gemacht habe. Später. Hat mich dann vielstrebig an die Arbeit gemacht.
Warum? Weil er einkaufen war und hat einen Platten gehabt und ich musste ja mit dem Fahrrad halt laufen. Ja, aber das darf man ja jetzt nicht mal mit riskieren, oder hat er schon gesagt? Warum fährt er mit dem E-Scooter? Dann wird so der E-Scooter fahren. Ne? Vor allem, als ob ein Spielplatz so dreckig werden kann. Krank. Praying Mantis, ne? Hm? Der Praying Mantis. Ja. Ich glaube, jetzt merkt man so ein bisschen das Neujahrsloch beim Arbeiten, ne? Warum das Neujahrsloch? Weil du gestern nur ein Sale hattest. Weil die Leute haben ja jetzt keinen Antrieb mehr zu kaufen. Ist bestimmt auch bei Aaron keine verkaufsstarke Zeit. Das ist krass, dass einfach so von eigentlich für Amazon arbeitet und so viel Geld macht, ne? Was ich bei Amazon da sei, denn? Deswegen sage ich nie, das ist vorbei oder so. Hier, das hat auch gerade einer gepostet. Bei ihm war gestern 6,42 Sales. Der macht immer Macke Bar bei jedem. Ich hasse Macke Bar. Ja, meint das auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum er das bei jedem Dings macht. Green or Event Designs. Hast du gefragt? Genau, jetzt mal in die Kredite darunter. Hast du das schon mal jemanden gefragt? Genau, auch bei Twitter frage ich das. Und was sollen die denn da machen? Na, wie fein ist dann?
bei jedem anders. Die meisten haben immer Evergreen. Diese krassen Teller, die jeden Tag so viel verkaufen. Naja, Evergreen haut man ja dann rein in der Zeit, wo die Feiertage vorbei sind. Jetzt nimmt man ja die ganzen Feiertage wieder mit. Maxi-Bar. Weil die Leute sind krank, wenn es um Muttertag und Vatertag und Himmelfahrt und alles geht. Aber du siehst immer das Potenzial da drin nicht. Nee. Nicht.